Diese Maus hat mich im Bundle mit einem Mauspad ungefähr 10 Euro gekostet. Was sie kann und vor allem was sie nicht kann, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß. Naja, angefangen mit, was kann sie denn überhaupt? Naja, nicht viel, um ehrlich zu sein. Immerhin ist sie etwas beleuchtet und der Sensor funktioniert halbwegs gut. Ich hatte bisher noch keine Sensorprobleme und dieses Video wird auch mit dieser Maus bearbeitet. Ansonsten fällt mir leider wirklich nicht so viel ein. Beworben wurde die Maus als sechsknöpfige Maus und ich habe mal nachgezählt. Das war nicht sonderlich schwierig, denn ich musste nur bis 4 zählen. 6 Knöpfe gibt es an dieser Maus gar nicht, weder links noch rechts irgendwelche Side-Buttons, sondern es gibt nur das Mausrad, welches man auch herunterdrücken kann, den DPI-Switch und die beiden Maustasten. Ja, viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht. Kommen wir mal zu dem unterhaltsamen Teil. Was kann die Maus denn eigentlich nicht? Und da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Zum Beispiel bei den Switches. Nicht nur haben die Switches einen immensen Post-Travel, das heißt nach dem Klick geht die Taste, wie ihr hier seht, etwas weiter runter oder nicht nur etwas, eine ganze Menge, sondern sie haben auch sozusagen einen negativen Pre-Travel, denn ja, so einfach ist das, die Taste herauszuziehen. Das ist links sowie rechts möglich und ja wohl ein absolutes Desaster. Das Mausrad gibt einem überhaupt kein Feedback, anders als bei der Glorious Model O zum Beispiel, in dem das Mausrad extrem präzise arbeitet, hat man hier überhaupt kein Feedback, aber ab und an mal ein Ruckeln, was total unangenehm ist. Aber beim Scrollen selber zum Beispiel auf YouTube fällt das gar nicht so extrem ins Gewicht, da gibt es an dieser Maus doch deutlich Schlimmeres. Und an dieser Maus gibt es eine Sache, die mich mit Abstand am allermeisten nervt. Welche das ist, erzähle ich euch gleich. Kommen wir mal zur Optik der Maus. Ihr seht das Design, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ja? Also es sieht ein bisschen aus wie viele Blitze, aber irgendwie in viel hässlicher. Und das meiner Meinung nach optisch Schönste an dieser Maus ist wirklich das Logo, beziehungsweise nicht der Schriftzug, nur der Wolf selber. Das sieht ja wirklich noch ganz okay aus. So, kommen wir zu dem, was mich an der Maus am zweitmeisten stört. Und das wäre das Kabel. Denn nicht nur ist es kein gesleevedes Kabel, es ist auch noch extrem schwer bewegbar. Und es ist sehr kurz, das heißt, wenn euer PC etwas weiter weg steht, dann bekommt ihr immense Probleme mit dieser Maus. Mein PC steht sogar relativ nah an meinem Mauspad dran und schon ich habe Probleme mit dem Kabel. Das ist wirklich unangenehm und sollte selbst bei einer 10 € Maus im Bundle eigentlich kein Kritikpunkt sein. So, was mich am allermeisten bei dieser Maus nervt, und dafür muss ich sie einmal umdrehen, naja, ihr seht keine Skates auf dieser Maus und es gibt lediglich Plastik, was aussieht wie Skates. Dass euch das euer Mauspad innerhalb von Wochen ruinieren wird, das kann ich euch garantieren. Das heißt, falls euch wirklich mal eine Sicherung durchbrennt und ihr eine Maus wie diese kaufen solltet, kauft euch doch bitte, bitte ein Mauspad dazu, was nicht teurer als 5 € ist, denn diese Maus wird es in kürzester Zeit ruinieren. Ganz davon zu schweigen, dass ich schon Angst habe, das auf meinem Glorious Mauspad zu benutzen, falls ihr ein Artisan oder so haben solltet, was deutlich teurer ist als 20, 30, 40 Euro, solltet ihr niemals so eine Maus in die Hand nehmen. Ich habe keine Ahnung, was sich der Hersteller dabei gedacht hat, diese Maus als wasserdicht zu beschreiben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser 10 € Schrotthaufen auch nur einen Tropfen Wasser aushält. Und bevor der explodiert, will ich das auch lieber gar nicht ausprobieren. Anders sieht es aus mit der Tastatur, die mit in diesem Bundle war. Die verspricht genau dasselbe, bei der werde ich das vermutlich in einem kommenden Video mal ausprobieren. Die Beleuchtung dieser Maus ist wieder erwarten sogar tatsächlich okay. Und ich sage okay, weil sie nicht so ein Desaster ist wie die restliche Maus. Klar, ich meine, die Switches werden nicht ganz beleuchtet und man kann sich die Farbe natürlich auch nicht selber einstellen. Wenn du gedacht hättest, dass diese billige Maus mit einer eigenen Software kommt, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Und ja, das Design ist wirklich nicht schön, aber für eine 10 € Gaming-Maus im Bundle ist es akzeptabel. So, mal ganz ab vor der Maus kommen wir mal zum Mauspad. Und ich glaube, ich will dazu gar nicht viel sagen. Ich zeige euch es einfach. Das hier ist mein Glorious Mauspad und hier ist das zweite Mauspad, welches mit im Bundle war. Ihr seht, wirklich groß ist das nicht und zum Gamen taugt es genauso wenig. Mal ganz abgesehen von dem extrem strengen Geruch, der direkt nach dem Auspacken entsteht, das Design ist wirklich nicht schön und das sieht wohl keiner von euch anders. Andererseits möchte ich dieses Bundle wirklich nicht so sehr schlecht reden. Ich bin mir nämlich bewusst, dass viel Gaming-Equipment, was es heutzutage gibt, auch einen extrem hohen Preis hat und kann voll verstehen, wenn jemand nicht so viel für ein Produkt ausgeben möchte. Aber selbst in solchen Fällen würde ich eher von so einem günstigen Bundle abraten und eher 10, 20,
20, 30 Euro mehr in die Hand nehmen. Das heißt, selbst wenn ihr nicht bereit seid, wirklich viel Geld für eine Gaming-Maus auszugeben, dann gibt es immer noch Alternativen mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis als diese extrem günstigen Produkte. So, ich glaube, ich habe alles Wichtige zu diesem Produkt gesagt, denn es gibt hier leider keine Software, die ich mit dieser Maus reviewen kann. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr euch auf die Tastatur aus demselben Bundle freut, die ich dann auch auf die Wasserdichte überprüfen werde. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Bis dahin, euer SimpleTech.